Schönen Nachmittag wünsche ich euch allen. Einen beglückten Nachmittag. Ja, hoffe, ihr habt gut eure Zeit genutzt, um ein bisschen Dammerglück zu erfahren, auf welche Art auch immer. Und jetzt können wir uns weiter ein bisschen damit beschäftigen, was Glück überhaupt bedeutet im Kontext des Dhamma. Und wir haben bis jetzt von einem tadellosen Glück gehört, von einem unbeschmierten Glück gehört, von einem überkörperlichen oder vergeistigtem Glück gehört und zu einem sogenannten spirituellen Glück. Und jetzt hören wir von einem spirituellen Glück, das noch spiritueller ist. Das ist kein Witz von mir, sondern genauso wie der Buddha das formuliert hat. Dieses Niramisa wird da noch in die Steigerungsform gesetzt vom Buddha, also ein noch spiritueller als spirituell im Sinne von noch mehr an die Quelle unserer Befreiung sich heranbewegend. Was ratet ihr, was das Glück jetzt, womit das zu tun haben wird? Mit Erkenntnis vom nicht vorhandenen Ich? Ja, der Gunnar hat es ja sofort erraten. Einen Glückwunsch. Und zwar, man könnte auch sagen, ein Glück, das nicht mehr normal ist. Oder ein Glück, das nicht mehr menschlich ist in einem bestimmten Sinne. Und dazu möchte ich euch gerne etwas vorlesen aus dem Dhammapada. Da hatten wir ja auch in dem, das ihr hoffentlich alle bekommen habt, in dem letzten Rund-E-Mail, auch aus dem Dhammapada, etwas direkt aus dem Glückskapitel. Wenn wir Zeit haben, können wir da ja vielleicht auch noch mal drin lesen. Und diesmal auch etwas aus dem Bhikkhu-Kapitel, dem Kapitel, wo Dhammapada, das sind ja meistens so in Versform, denkwürdige Aussagen des Buddha zusammengesammelt und hier eben im Zusammenhang mit Bhikkhus. Und regelmäßigen Zoom-Teilnehmer kennen einen Teil davon, vielleicht schon den Bandhisattva-Gamaji mal sehr treffend zitiert. Und ich fange hier aber schon einen Vers früher an. Ein Bhikkhu, der mit einem Geist in Frieden in ein leeres Haus gegangen ist, erlebt nicht menschlichen Genuss, wenn er rechtes Dhamma klar sieht. Und ging es dann weiter. Glaube ich. Auf meinen vielen bekritzelten Zetteln hier. Ich dachte, wie es weitergeht. Wann immer Sie, das also die Praktizierenden, die diesen Bhikkhu ähneln, das Auftauchen und Wegfallen, da kann das berühren mit Ihrer Aufmerksamkeit. Erreichen Sie Freude und Erleichterung. Dies, also das Auftauchen und Wegfallen, da kann das als Todloses oder als den Weg zum Todlosen erkennend. Bisschen verschachtelter Satz, ich lese ihn nochmal vor. Am besten gleich nochmal das Ganze. Ein Bhikkhu, der mit einem Geist in Frieden ein leeres Haus
in ein leeres Haus gegangen ist, erlebt nicht menschlichen Genuss, wenn er rechtes Dammer klar sieht. Wann immer sie das Auftauchen und Wegfallen der Kandas mit Aufmerksamkeit berühren, erreichen sie Freude und Erleichterung, dies als den Weg zum Todlosen erkennend. Also daraus habe ich jetzt diese Bezeichnung des nichtmenschlichen Genusses. Es ist ja nicht genau das gleiche Wort wie Sukha, sondern Rati, aber wirklich ganz wörtlich nichtmenschlich. Und was könnte man jetzt darunter verstehen? Es geht ja, wir wollen ja nicht zu Unmenschen werden. Also hier, weil eine Frage aufgetaucht ist, Bhikkhus, das sind einfach Mönche und sind in den Lehrreden oft halt die Paradepraktizierenden, anhand derer die Praxis erklärt wird. Und Kandas sind die Daseinsgruppen, also die Grundbausteine dessen, was wir die ganze Zeit erleben. Zum Beispiel das körperliche Erleben, das geistige Erleben, das Bewusstsein. Aber zu sehr kann ich da jetzt, glaube ich, nicht in die Tiefe gehen. Gibt es genug Möglichkeit, vielleicht sich da ein andermal noch schlau zu machen, was damit ganz genau gemeint ist. Also das Auftauchen und Wegfallen, das Entstehen und Vergehen, all dessen, was wir die ganze Zeit im gegenwärtigen Moment erleben. Das Sehen dessen führt zu Freude und Erleichterung. Dann schauen wir uns das mal im Detail an. Wenn wir mit einem friedlichen Geist uns zurückziehen, erleben wir einen Genuss, der nicht dem normalmenschlichen, der normalmenschlichen Vorstellung von Genuss entspricht, wenn wir das rechte Dhamma klar sehen. Das Samma Dhamma Vipassati. Wenn wir, könnte man sagen, wenn uns in dieser privilegierten Situation des Rückzugs, die wir ja nicht immer haben, aber die wir uns ja auch schaffen können, wenn uns das wichtig ist, können wir uns wieder daran erinnern, was Dhamma in Wirklichkeit ist, worauf es bei Dhamma eigentlich ankommt, dass wir durch das Ausüben von Dhamma tatsächlich das selbstgemachte Dukkha zum einen immer wieder lindern können und mit ausdauernder Praxis auch wirklich eines Tages zum Schwinden bringen kann. Und allein diese Erinnerung daran, die ja jetzt vielleicht noch nicht völlig in die Verwirklichung übergegangen ist, aber auch diese Erinnerung an die Quintessenz des Dhamma erfordert ja ein gewisses Maß an Klarheit in unserem Blick. Ne? Und ein Moment, in dem uns das wieder bewusst wird, was Dhamma eigentlich bedeutet, worum es bei dem Ganzen eigentlich geht, kann uns einen Glückszustand bereiten, der jetzt ganz anders ist als alle Glückszustände in der Welt. Was ist da anders an diesem Zustand, meint ihr? Ui, irgendwer möchte was sagen, aber es ist ganz leise. Wollte wer was sagen? Ja, ja, jetzt besser. Ja, es ist unabhängig von dem Äußeren. Denke ich. Ja, genau. Also wie das, was wir am Vormittag schon gehört haben, ein Glück, das jetzt auch ähnlich wie das von Samadhi nicht mehr von äußeren Vergnügungen abhängt,
Und das aber auch sozusagen die schon daran beginnt, die ganze weltliche, menschliche Genusslogik, die wir so in unserem Programm tragen, auf den Kopf zu stellen. Weil es in diesem Dhamma ja dann nicht darum geht, sich einen großen Hamstervorrat an angenehmen Eindrücken irgendwo zu stabilisieren, damit man möglichst lang Glück erfährt, sondern man schon sich wieder bewusst wird, das wahre Glück liegt ganz anderswo. Und diesen Effekt hören wir hier aus beiden Strophen heraus, auch aus der zweiten Strophe dann auch nochmal. Wenn wir dann nicht nur uns an das Dhamma erinnern, sondern auch zum Beispiel die Unbeständigkeitsbetrachtung mit den Daseinsgruppen üben und immer wieder draufschauen, dass alles, was wir erleben, entsteht, nur um sich wieder aufzulösen, kann dadurch auch Freude und Erleichterung entstehen. So wie wir das ja auch zum Beispiel aus dem Verlauf der Erwachungsglieder der Bhujangas kennen, wo ja Achtsamkeit zur Wirklichkeitsergründung führt und das wiederum zum Energieeinsatz. Und da entsteht dann auch eine Art von Freude, die eigentlich nur vom Namen her mit der weltlichen Freude noch was zu tun hat. Eigentlich eine Freude daran, an sich selber zu erleben, dass man durch den nötigen Energieeinsatz tatsächlich die Wirklichkeit so sehen kann, dass sie allmählich Befreiung bringt. Natürlich ist das noch nicht das endgültige Ziel der ganzen Dhamma-Praxis, aber ein wichtiger Schritt, ein wichtiges Element der ganzen Geschichte. Ich sehe ja diese Bhujangas, diese Erwachungsglieder, auch gerne sowas wie Organe, die nur funktionieren in ihrer Gesamtheit, so wie unsere Leber nicht funktionieren kann ohne die Lunge und das Herz und aber trotzdem eine andere Aufgabe hat. So hat eben die Freude, die jetzt schon unmittelbar mit dem Sehen der Wirklichkeit zu tun hat, eine ganz bestimmte Funktion in unserer Praxis. Und zwar zu motivieren, noch tiefer in dieses Sehen der Wirklichkeit einzusteigen, die Wirkung dieses Sehens der Wirklichkeit auch zuzulassen, um wirklich auch alle Schichten unserer Psyche damit zu erreichen. Es wird Zucker hier beschrieben als ein Wegbegleiter oder ein Kometenschweif der Vipassana. Praxis, kann man sich das als Wort fest, nicht absichtlich eine weihnachtliche Metapher, aber vielleicht, wenn ihr in den nächsten Tagen und Wochen immer diesen schönen Stern seht, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass die Freude eine auftauchende Begleiterscheinung ist, die wir aber auch es nicht nur links liegen lassen müssen und sagen, ja, das ist Freude braucht man nicht und alles loslassen und sowas, sondern eben die Wirkung dieser Freude auch tatsächlich voll ausnutzen. Gibt es dazu noch was anzumerken oder was zu fragen? Ich würde gerne nochmal fragen, habe ich das richtig verstanden, dass diese übermenschliche Freude sowohl durch Samadhi-Zustände, Jhanas, kommen kann, wie auch über den Vipassana-Weisheitsansatz, über die
beispielsweise Sambhujangas. Ist das so korrekt verstanden? Na, nicht ganz. Also zumindest habe ich das hier jetzt nicht so gemeint. Also der Buddha, vielleicht was ich ganz am Anfang gesagt habe, hast du so verstanden? Dass der Buddha nennt das Samadhi-Glück von den Vertiefungen zum Beispiel Niramisa Sukha, also nicht, ganz wörtlich heißt das Nicht-Fleisch-Glück, nicht-körperliches Glück. Und das, das hat auch oft eine übertragene Bedeutung von eben nicht mehr nichts mit der Welt zu tun haben oder sowas. Und oder nicht niedrig motiviert, nicht von niedrigen Motivationen getrieben oder sowas kann es auch heißen. Und dann verwendet der Buddha den Begriff des noch, also nicht körperlicher oder unweltlicher als das Unweltliche für diesen ganzen Vipassana-Komplex. Also insofern ist es da nicht ganz gleichgesetzt. Und das nicht, den nichtmenschlichen Genuss, den wir dann als nächstes kennengelernt haben, der wird ja ganz eindeutig dem Vipassana-Anteil der Praxis zugeordnet. Ein Bhikkhu, der mit einem Geist in Frieden in ein leeres Haus gegangen ist, erlebt nichtmenschlichen Genuss, wenn er, und dann kommt, für die, die das interessiert, in Pali Samma, Dhamma, das Samma kennt ihr ja vom achtfachen Pfad, rechte Anschauung oder rechte, rechte Rede, rechte Sammlung. Das ist ja auch immer Samma, Sati, Samma, Samadhi und hier eben Samma, Dhamma, Vipassati. Und Vipassati, das kennen wir von Vipassana, das heißt eben klar oder auf besonders klare Weise sehen. Wenn wir das rechte Dhamma auf besonders klare Weise sehen, dann entsteht ein Genuss, der nicht menschlich ist. Ist das geklärt? Das habe ich jetzt nochmal besser verstanden. Mir ist nur nicht irgendwie nicht ganz klar, wird es deswegen so eingeteilt aufgrund der Übung, die mir vorher gemacht hat, also durch den Eintritt durch die Übung. Oder wie nimmt der Buddha da die Charakterisierung vor? Weil das kann ja manchmal auch einfach wechseln. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Weißt du, du bist vielleicht dabei mit Samadhi gerade am Arbeiten und dann entsteht vielleicht ein Vipassana-Anteil und der hält sich. Manchmal hält er sich auch nicht. Wie auch umgekehrt. Also spielt es dann am Ende eine Rolle? Ist es dann so wichtig, das zu unterscheiden? Oder, Naja, es ist insofern unterscheidet der Buddha da, dass das eine noch mehr wegführt von der weltlichen Verstrickung. Ja, weil der Samadhi-Effekt, der uns aus der Welt heraushebelt, ist ja immer nur ein Provisorium. Und ist zwar nicht mehr im normalen weltlichen Bereich, aber auch noch nicht ganz herausgetreten. Und der Vipassana-Anteil ist dann eben schon auf dem Weg, uns da ganz davon zu befreien. Darum bekommt der eine Steigerungsform in diesem Vergleich beim Buddha. Okay, danke, jetzt ist es mir klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel die Freude aus den Vertiefungen, dass das ja ein begrenzter Zeitraum ist, während die Freude aus der Vertiefung etwas ist, was anhält dann. Naja, auch die Freude aus der hast du dich jetzt versprochen oder habe ich da was falsch verstanden? Du meinst, dass die Freude aus dem Vipassana dann anhält? Ja, genau. Aha. Naja, natürlich, solange wir das nicht bis zur Arahantschaft getrieben haben, hält die auch nicht an. Das kennen wir ja. Das auch, heute mache ich super Vipassana und morgen habe ich vielleicht schon wieder irgendwelche banalen Probleme und das alles wieder vergessen. Also, aber es geht schon mehr in die Richtung des völligen
Loslassens. Ne? Vielleicht können wir das so verstehen. So. Und natürlich im vollen Umfang ist die ultimative Form der entweltlichten Freude erreicht, wenn wir dann tatsächlich die Einflüsse, die Konditionierungen ganz losgelassen haben. Und das wäre dann ja quasi eben der ultimative Zuckerbegriff auch, um nochmal kurz zu unserem Thema zurückzukommen. Der Glücksbegriff im Dhamma findet da seine Vollendung, weil der Buddha auch Nibbana als Glück bezeichnet, und zwar als die höchste Form von Sukha, Nibbana Paramang Sukhang, für die das das Rund-E-Mail bekommen und aufmerksam gelesen haben. Die haben das da auch vorgefunden. In den Versen aus dem Glückskapitel kommt dieses berühmte Zitat eben vor. Ich glaube, ich habe es auch noch irgendwo, falls das nochmal schnell lesen wollen. Das ist jetzt nur da ist. Hier. Wer möchte das denn gerne mal vorlesen? Kann ich vorlesen? Gut. Überglücklich, lasst uns leben. Ganz ohne Hass, unter Hassenden, bei jenen Menschen, die voll Hass, wir wollen immer hassfrei sein. Überglücklich, lass uns leben. Unter Gierigen, ganz ohne Gier, bei jenen Menschen, die voll Gier, wir wollen immer gierfrei sein. Weiterlesen, oder? Überglücklich, lasst uns leben, für die es kein Etwas mehr gibt. Wir nähren uns von Freude, wie die Strahlen Devas es tun. Wer siegt, bringt immer Hass hervor. In Leid weilt, wer besiegt, sich wehnt. Im Stillgewordenen ruhen im Glück. Die Stillgewordenen ruhen im Glück, von Sieg und Niederlage frei. Nicht gibt es Feuer gleich der Gier, nicht gibt es Unglück gleich dem Hass, nicht gibt es Dukkha gleich den Khandas, nicht gibt es Glück dem Frieden gleich. Der Hunger ist die schlimmste Krankheit und Sankara intensiviertes Leid. Wer das sieht, wie es ist, dem ist Nirvana höchstes Glück. Gesundheit ist höchster Gewinn. Zufriedenheit der beste Reichtum. Vertrauen ist die beste Zugehörigkeit. Nirvana ist das höchste Glück. Wer den Geschmack der Einsamkeit getrunken, den Geschmack der tiefen Stille, ist frei von Furcht, ist nicht mehr schlecht. Trinkt den Geschmack der Dharma-Freude. Sadhu, sadhu, sadhu. So. Danke, Gunnar. Sehr schön vorgelesen. Also Nibbana als das höchste Glück. Und an der Stelle zur Verständniserleichterung, weil es sonst eben zu Missverständnissen führen kann. Und in unserer normalen Sprache verstehen wir unter Glück eben ein angenehmes Gefühl. Und der Buddha sagt an verschiedenen Stellen in den Lehrreden,
über sich selbst Folgendes. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachdenkding. Der Tathagata, also er selber, nennt Zustände Sukha nicht nur in Bezugnahme auf Sukha-Gefühl, auf Sukha-Vedana. Also der Tathagata spricht von Glück nicht nur in Bezugnahme auf Glücksgefühle. Und eine ähnliche, vielleicht das noch im Verständnis unterstützende Stelle gibt es, wo der ehrwürdige Sariputta mit einem Gesprächspartner sich über was Ähnliches unterhält. Und zwar hat dieser kritisch gestimmte Gesprächspartner zum einen gehört, dass in Nibbana, also im Erlöschen, entweder das Dukkha durch Anhaften oder im Erlöschen der Daseinsgruppen mit dem Tode, dass da Empfindung zum Schwinden gebracht wird, eben entweder Empfindung als Baustein für die Selbstvorstellung oder das Erleben von Empfinden insgesamt, und dass zum anderen Nibbana das höchste Glück genannt wird. Und der hat da jetzt einen Widerspruch drin gesehen und den ehrwürdigen Sariputta zur Rede gestellt und gesagt, wie, da passt ja das eine mit dem anderen nicht zusammen. Wenn ihr sagt, Nibbana ist das Ende von Gefühl und gleichzeitig ist Nibbana das höchste Glück, da habt ihr euch doch irgendwo geirrt. Und die Antwort des ehrwürdigen Sariputta ist, genau das ist ja das Glück an Nibbana, dass da das Gefühl endet. Also auch hier sehen wir wieder den Glücksbegriff an, wenn es um die Beschreibung des Erlöschens und des Losgelassenhabens geht, den müssen wir anders verstehen als in unserer normalen Alltagssprache. Die meisten von euch werden sich ja erinnern, dass wir uns auch schon oft über die verschiedenen Arten von Dukkha unterhalten haben. Dukkha sozusagen als der Gegenpart zum Glück, zum Sukha. Das, was wir normal mit Leid übersetzen würden oder eben je nach Kontext auch unterschiedlich übersetzen sollten. Und da sind ja ganz viele Missverständnisse über das Dhamma herzuleiten. Wir hatten ja das Dukkha der Unbeständigkeit, das einfach ausdrückt, dass es halt nicht funktioniert, beständiges Glück zu erreichen von etwas, was unbeständig ist. Und da unser Erleben insgesamt unbeständig ist, ist auch insgesamt Dukkha als durch das Wesensmerkmal, das Daseinsmerkmal von Dukkha gekennzeichnet. Und hier ist natürlich kein realistisches Gegenstück von Sukha möglich, weil das ja bedeuten würde, dass es dann doch etwas Beständiges gibt. Das heißt, von der Vorstellung des Glücks als ein beständig befriedigendes Etwas müssen wir uns im Dhamma verabschieden. Dann hatten wir Dukkha als einfach eine Empfindungsvariante. Die Sinneseindrücke kommen und gehen und wir finden sie immer wieder angenehm, unangenehm oder neutral. Und da ist das Unangenehme eben wieder mal das Dukkha. Und davon gibt es ja wohl ein Gegenstück, und zwar Sukha. Also Empfindungen können sich unangenehm anfühlen, Empfindungen können sich angenehm anfühlen. Das wechselt hin und her und hin und her. Und unser Problem ist es ja oft, dass wir Sukha im Sinne eines das Lebensglück, das endgültige Glück, das wir anstreben, dass wir das da suchen, in angenehmen Empfindungen. Und da die aber immer wieder unbeständig sind,
sind jetzt zwar angenehm, aber trotzdem auch Dukkha. Und in der dritten Form von Dukkha haben wir diesen angespannten, verhärteten Zustand, der davon kommt, wenn Identifikation stattfindet. Ja, wenn wir einen Gedanken, ein Gefühl, eine Wahrnehmung nicht als vorbeiziehendes Phänomen sehen, sondern als einen soliden Anteil meines beständigen Selbstes. Und das Gegenstück zu diesem Festhalte-Dukkha ist das Loslasse-Sukha. Und das können wir hier einordnen der Aussage des Buddha, dass Nibbana die höchste Form von Sukha, die höchste Form von Glück ist. Nicht, weil es die allertollste, angenehmste Empfindung ist, sondern weil es völlig frei ist von dem, was uns normalerweise in diesem Spannungszustand der Ich-Bezogenheit gefangen hält. Ist das nachvollziehbar? Ja, zögerliches Nicken. Vielleicht wird es noch anschaulicher, wenn wir noch ein kleines Textchen lesen. Ihr könnt euch schon innerlich gefasst machen, euch jetzt eventuell zum Textvorlesen zu melden. So, wer möchte lesen? Kann man es gut sehen? Das ist jetzt aus dem Sutta Nipata, aus der Dveyanupassana Sutta. Also wenn ihr manchmal vielleicht hört von kosmischer Einheit oder Nicht-Dualität und so weiter, da könnt ihr euch an diese Lehrrede erinnern, weil da ist genau vom Gegenteil die Rede, und zwar von der Zweiheit. Und der Buddha spricht immer wieder davon, dass es eine Zweiheit gibt und hier eben die Zweiheit von was der nicht erwachte Geist für Sukha und für Dukkha hält und was der erwachte Geist für Sukha und für Dukkha hält. Das ist wie Tag und Nacht voneinander getrennt und unterschiedlich und darum eine Dualität der Wirklichkeit. Wer möchte lesen? Ich würde das lesen. Bitte. Jene Formen, Töne, Geschmäcker, Gerüche und die Berührungen, Gedanken, soweit sie angenehm, erwünscht sind und erfreulich, wenn sie bestehen, gelten sie der Welt als Zucker. Und wenn sie verschwinden, gilt es ihr als Zucker. Als Zucker erkennen es die Heiligen, das völlige Schwinden der Identität. Der ganzen Welt ist freilich dies zuwider, nicht aber denen, die verstehen. Was Dukkha ist für die anderen, Dukkha nennen es die Heiligen. Was Dukkha gilt den anderen, die Heiligen erkennen es als Dukkha. Sieh diese Lehre, die so schwer erkennbar. Die Einsichtslosen sind hierbei verwirrt. Wie Finsternis ist es denen, deren Blick verschleiert, und Dunkelheit für solche, die nicht sehen. Den Guten aber ist es offenbar, gleich wie den Sehenden das Licht. Obgleich so nahe, bleibt es fern den Tönen. Den Unerfahrenen in der Lehre bleibt es unverständlich. Die in der Daseinsgier den befangen... Den Toren, nicht den Tönen. Entschuldigung. Obgleich so nahe, bleibt es fern den Toren. Den Toren, okay. Ist ein bisschen schlecht zu lesen. Okay, soll ich es größer machen? Etwas, bitte. Dann sieht man aber wieder die Ränder nicht. True. So ist das mit den, vielleicht wenn ich das so umdrehe, warte mal. Reicht, danke. Wow. Die in der Daseinsgier befangen, vom Daseinsstrome fortgerissen, die ins Bereich des Todes sind geraten, nicht leicht begreiflich ist für sie die Lehre. Wer könnte außer Heiligen
jene Städte auch begreifen, wo Triebbefreite sind, erlöst in höchster Weisheit. So sprach der Erhabene, beglückten Herzens freuten sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen. Während aber diese Lehrdarlegung gesprochen wurde, löste sich beim ehrwürdigen Sangamachi das Herz unhaften Trieben. Er wollte zwar nicht, dass ich das euch erzähle, aber. Ja, gut. Kannst du bitte noch mal die Fundstelle nennen? Das ist aus dem Samyutta Nikaya. Aus der Betrachtung der Zweiheit. Ganz am Schluss ist das. Ich weiß jetzt nicht genau die Versnummer. Kann sie aber schnell nachschauen. Ja, da steckt ja unglaublich viel drinnen. Ne? Und zwar, wenn wir das ganz einfach zusammenfassen wollen, eben diese völlige Umdefinition unseres Sukha- und Dukkha-Begriffs durch die Dhamma-Praxis. Was könnt ihr damit anfangen? Das nachvollziehbar. Hallo? Seid ihr noch da? Ich finde es nachvollziehbar. Die Dinge stehen halt auf den Kopf für den Weltling und für den Buddha. Sozusagen. Also ich habe das Gefühl, dass wir immer alles versuchen, um irgendwie nicht zu verschwinden und uns mit allem Möglichen zu identifizieren. Und genau. Und die Dhamma-Praktizierenden machen, oder die im Dhamma Fortschreitenden machen dann eigentlich das Gegenteil. Ne? Die versuchen dann, dieses Gebilde aufzulösen, dass die der Rest der Welt immer zu stabilisieren und auszubauen versucht. Ich habe es auch schon gefunden, also aus dem Sutta Nipata ab dem Vers 759. Und nicht erschrecken, das ist da in dem Buch ein bisschen anders. Ich habe das nochmal, die Übersetzung überarbeitet. Dankeschön. Ja, es ist die Zeit der Sitzung schon fast wieder abgelaufen. Weiß es nicht, ob es noch Austauschbedarf gibt. Wenn ja, dann sagt es schnell und dann können wir das vielleicht noch ein bisschen irgendwo einbauen. Also meine Frage wäre noch, ob du vielleicht am Ende nochmal in der Signalgruppe vielleicht so von den ganzen Lehrreden, die du jetzt hattest, irgendwie so eine kleine Liste machen könnte, dass man mal nachlesen kann. Mache ich. Danke. Gut, wenn es sonst keine Fragen gibt, dann wäre jetzt der Plan gewesen, dass wir uns um 17.20 Uhr noch einmal treffen. Ihr könnt bis dahin für euch meditieren, das nochmal einordnen, das Gehörte. Und dann meditieren wir nochmal und dann ist es hier auch schon wieder angeschaut. Dann bis 20 nach 5.